Was du tun kannst, wenn dich jemand unterbricht, zum Beispiel wenn du gerade etwas Spannendes erzählen möchtest, oder wie du jemanden unterbrechen kannst, wenn derjenige gerade einen Sprechdurchfall hat, darum geht es in diesem Video. Beginnen wir mit der Ursache für Unterbrechung. Wir denken oft, dass Unterbrecher unhöflich sind. Aber manchmal ist die Person einfach nur so unglaublich begeistert von unserem Thema. Es kann sein, wir erzählen etwas und die Person denkt, oh, da habe ich auch etwas Spannendes zu sagen. Und dann unterbricht sie dich, nicht um dich zu ärgern, sondern weil sie dich sogar toll findet oder dein Thema toll findet. Deswegen sollten wir uns nicht über jede Unterbrechung ärgern. Sie kann eben durchaus gut gemeint sein und sie kann auch dazu führen, dass das Gespräch nochmal eine andere Richtung kriegt und noch spannender wird. Also Unterbrechungen sind nicht immer negativ. Aber natürlich kann es auch nerven, wenn man mitten im Erzählen unterbrochen wird und es sind ja oft die gleichen Menschen, die gerne unterbrechen. Wie gehen wir also mit diesen Personen um? Wichtig ist, dass wir immer auch Wertschätzung äußern. Denn wir gehen einfach mal von diesem positiven Fall aus, dass uns jemand unterbricht, weil er oder sie gerade so begeistert ist von dem Thema. Und dann ist es natürlich schade, wenn wir sagen, hey, unterbrich mich nicht. Dann kommt gleich so eine komische Stimmung auf und die ist schade, vor allen Dingen, wenn das Gespräch gerade so spannend ist. Deswegen wertschätzend reagieren. Finde ich cool, dass du auch was dazu sagen möchtest. Lass mich kurz meinen Gedanken zu Ende führen und dann sprichst du einfach weiter. Das wird dazu führen, dass die Person ein bisschen später sich wieder einhaken kann und dass dann das Gespräch nochmal eine spannende Wendung nimmt. Dennoch gibt es natürlich Menschen, die permanent unterbrechen und das auch zu unpassenden Zeitpunkten und nicht, weil sie so etwas Spannendes zu sagen haben, sondern weil sie sich selbst ständig in den Mittelpunkt stellen. Ich bin sehr dafür, dass man das mal an anderer Stelle anspricht. Meistens ist das Gespräch selber nicht ideal dazu, denn da haben wir ja ein anderes Thema. Besser ist es, wenn ihr das in einer sogenannten Metakommunikation macht, das heißt, über das Kommunizieren sprechen. Ihr könntet also vor dem Meeting zum Beispiel sagen, ich würde euch bitten, mich zunächst nicht zu unterbrechen. Ich möchte meine Gedanken zuerst zu Ende führen. Anschließend bin ich ganz offen für Fragen. Dann habt ihr schon mal angekündigt, Unterbrechungen sind für mich im Moment nicht okay. Und das ist euer gutes Recht, ganz besonders dann, wenn ihr die Referentin oder der Referent seid. Wenn wir selbst unterbrechen wollen, ist es gut, wenn wir das mit der Körpersprache vorher ankündigen. Es gibt die sogenannte Sprecher- und die Zuhörerhaltung. Wenn wir uns im Zuhörermodus befinden, sind wir eher etwas zurückgelehnt und haben eine entspannte Körpersprache. Sobald wir etwas sagen wollen, gehen wir in die Präsenz. Ich sage immer, zünde ein Licht in dir an und nehme Blickkontakt auf. Dann wissen die Personen, die du anschaust, oh, du möchtest gleich etwas sagen. Also kündige körpersprachlich deine Unterbrechungen an. Das ist sehr viel höflicher. Zudem kannst du auch noch so etwas sagen wie, bitte entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ich habe jetzt hier folgenden Gedanken dazu. Wenn du auch hier Metakommunikation betreibst, hast du einen viel offeneren Gesprächspartner, der deine Gedanken dann lieber aufnimmt. Wenn du jemand bist, der sehr häufig unterbrochen wird, kann das nämlich auch daran liegen, dass du zu wenig Sprecherpräsenz hast. Wenn ich eher so spreche, dann werde ich viel leichter unterbrochen, als wenn ich mit körperlicher Spannung und Präsenz spreche. Also zeige körperlich deine Sprecherhaltung und du wirst sehen, dann wirst du deutlich weniger häufig unterbrochen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass diese Präsenz zu einer kraftvolleren Stimme führt, was wiederum ebenfalls dazu führt, dass die Menschen dir besser zuhören können und dich als präsenter und dominanter empfinden und dich dadurch weniger unterbrechen. Ich fasse nochmal zusammen, wenn du unterbrochen wirst, bleibe höflich, zeige dich präsent, hab eine kraftvolle Stimme, geh in diese Sprecherhaltung und zeige den Menschen, dass das, was du sagst, auch wichtig ist. Wenn du nicht unterbrochen werden willst, kündige das vorher gerne an und wenn du schon unterbrochen wurdest, dann reagiere höflich und sage Danke für deinen Beitrag. Dennoch möchte ich dich bitten, kurz meine Aspekte anzuhören.
Wenn es dir eher darum geht, dass du Menschen unterbrichst, dann achte genauso darauf, dass du höflich unterbrichst, sagst, das ist spannend, was du sagst, dennoch würde ich jetzt gerne folgenden Punkt ergänzen oder dass du auch eine Floskel hast, mit der du Sprechdurchfall stoppen kannst, zum Beispiel indem du sagst, so spannend deine Ausführungen, aber jetzt geht es erstmal um diesen und jenen Punkt, denn viel reden ist ja schön, aber es muss ja auch immer passen und angemessen sein. Wichtig ist also, Metakommunikation zu betreiben und auch nicht so negativ auf das Unterbrechen zu gucken, denn wie gesagt, kann das Unterbrechen auch sehr wertvoll sein und dem Gespräch erst eine besonders spannende Note geben. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Unterbrechen und viel Geduld mit Menschen, die dich unterbrechen. Alles Liebe und Tschüss!